In diesem Video zeige ich dir, wie du schnell den passenden Drum Groove für deine Songidee findest. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Du kennst diese Situation bestimmt, du hast eine Songidee, eine Melodie, einen Basslauf oder einen Riff und jetzt möchtest du den passenden Drum Groove dazu finden. Das ist ein sehr wichtiger Schritt, denn der Drum Groove muss das Grundgefühl des Songs korrekt widerspiegeln. Ich finde aber leider, dass sich beim Entwickeln von Drum Grooves nicht mehr allzu viel Mühe gegeben wird. Und auch allzu oft hörst du im Radio altbekannte und die immer wiederkehrenden gleichen Drum Loops lieblos vor sich hin eiern. Deswegen möchte ich dir in diesem Video Möglichkeiten zeigen, wie du spannendere und abwechslungsreichere Drum Grooves entwickeln kannst, die sich vom üblichen Einheitsbrei abheben. Als erstes zeige ich dir, wie du dein MIDI-Keyboard optimal zum Drums programmieren einrichten kannst, falls du selbst kein Schlagzeuger bist. Und im zweiten Teil triggern wir dann hochwertige Drum-Samples über ein E-Drum-Kit. Los geht's! Die erste und wahrscheinlich gängigste Möglichkeit, deine Drum-Grooves zu programmieren, in diesem Fall ist über dein MIDI-Keyboard. Ich habe mir hier mein MIDI-Keyboard schon vorbereitet und dann programmierst du deine Drums einfach über eine Drum-Software am besten, die dir ganz gut gefällt. Ich mag Addictive Drums sehr, wie du hier sehen kannst, und ich kann jetzt hier die Trommeln direkt anspielen, zum Beispiel mit meiner Maus. Ja, und du siehst auch gleich, was ich hier machen werde. Ich habe mir hier ein Drumset jetzt rausgesucht, ein akustisches Drumset. Und was ich wichtig finde, wenn du Drums programmierst, ist, dass du dein MIDI-Keyboard so mappst oder die Drums auf dein MIDI-Keyboard so mappst, dass es auch Sinn macht. Das heißt, dass die Sachen, die du brauchst zum Programmieren, zum Anspielen auch nah beieinander liegen und dass du nicht quer über das ganze MIDI-Keyboard dann deine Drums einspielen musst, weil das wird richtig schwierig. Ich zeige dir mal ganz kurz, wie ich es gemacht habe. Ich habe gern zum Beispiel hier unten die Bassdrums beieinander. Und die Snare-Drums und auch die Hi-Hats hier, damit ich einfach hier kurze Wege habe bei den Hauptinstrumenten vom Schlagzeug. Also hier unten zum Beispiel zwei Bass-Drums. Ja, hier verschiedene Snare-Drum-Artikulationen auch sehr nah beieinander. Oder Rim-Clicks. Dann habe ich hier auch sehr nah zusammen verschiedene Hi-Hat-Artikulationen, also zu, weiter geöffnet. Ganz geöffnet. So kann ich über drei Finger sehr, sehr schnell Variationen spielen. Die Tom-Toms zum Beispiel sehr nah aneinander und auch hier verschiedene Anschlags-Samples, damit es realistisch klingt. Ja, auch sehr nah beieinander. Die Becken ein bisschen weiter oben. Und hier oben nochmal Artikulationsmöglichkeiten, sehr, sehr leise, sogenannte Shallow-Hits für die Snare-Drum oder Rim-Shots. Okay, und somit kannst du relativ zügig deine Drums per Keyboard programmieren. Die zweite Möglichkeit ist, dass du die Drum Grooves selber einspielst. Entweder über ein Akustik-Drumset, das musst du natürlich dann mikrofonieren, oder du kannst es hier über ein E-Drumset anspielen, so wie ich eins hier in meinem Projektstudio habe. Ich werde wieder Addictive Drums triggern. Und wir fangen jetzt an mit Möglichkeit Nummer 1, und das wäre einfach den Basic Groove zu spielen. Das heißt, ich versuche einen sehr einfachen Groove zu spielen, das, was ich als allererstes fühle. Und dann probieren wir mal, wo das hinführt. In den meisten Fällen kannst du dich am Bass orientieren, sofern der schon eingespielt ist, und dann die Bassdrum an der Bassspur ausrichten. Hier ist es ein bisschen anders, weil der Bass sehr synkopisch spielt und sehr, sehr wenig spielt, und deswegen muss ich einfach hier einen Groove Groove spielen. Versuchen wir mal die erste Variation, und ich versuche jetzt auf die Hi-Hat hier Offbeats zu spielen. Das gibt dem Ganzen so ein bisschen ein anderes Flair. Du hast jetzt gehört, ich habe auch schon ein bisschen mit der Bassdrum variiert, mal durchgespielt, mal nur die ganzen Noten gespielt. So kann ich so ein bisschen gucken, wie sich das Ganze anfühlt. Und das war jetzt schon gar nicht schlecht, aber ich möchte den Song ein bisschen oder den Groove ein bisschen unruhiger haben. Und deswegen probiere ich jetzt mal Möglichkeit Nummer 3. Und das heißt, ich spiele 16 auf die Hi-Hat. Dadurch wird der ganze Groove ein bisschen unruhiger und ich variiere die Bassdrum ein bisschen weiter. Thank you.
So klingt der Groove jetzt schon ein kleines bisschen unruhiger, ein bisschen mehr busy, also beschäftigter. Um die Unruhe oder noch mehr Unruhe reinzubringen, können wir jetzt mit Möglichkeit Nummer 4 anfangen und das wären Ghost Notes auf der Snare Drum. Ghost Notes sind sehr, sehr leise, naja, Zwischentöne oder Zwischenschläge auf der Snare Drum, die man kaum hört, aber sehr, sehr gut fühlt und die den ganzen Groove noch ein bisschen verdichten und noch unruhiger machen. Möglichkeit Nummer 5, und die ist sehr interessant und auch eher für fortgeschrittene Drummer geeignet, ist, dass du die Hi-Hat nicht durchspielen lässt. Im Moment habe ich die Hi-Hat immer durchspielen lassen, immer Viertel oder Sechzehntel. Das ist auch in den meisten Songs so, aber wenn du einen wirklich spannenden Groove bauen, programmieren oder einspielen möchtest, dann ist es cool, wenn du die Hi-Hat nicht auf jede Snare-Drum und auf jeden Bass-Drum-Schlag spielen lässt, sondern wenn du sie nur die Lücken füllen lässt und nur teilweise auf Snare-Drum und Bass-Drum kommst. Hören wir uns mal an, wie das klingt. Wenn das alles immer noch nicht spannend und interessant genug für dich ist und du hast den Eindruck, irgendwie passt der Groove nicht so ganz zu meiner Idee, ich habe mir das anders vorgestellt, kannst du noch die Methode anwenden, deinen binären Groove, im Moment ist das hier ein binärer Groove, also ein gerader Groove, in einen tenneren Groove, also einen Shuffle Groove zu verwandeln, der auf einem Triolen-Feeling basiert. Dadurch bekommst du ein komplett anderes Feeling für dieses Riff und das probieren wir jetzt mal aus. Jetzt interessiert mich natürlich deine Meinung. Wie haben dir diese Methoden, wie haben dir diese Ansätze gefallen? Hilft dir das ein bisschen weiter, wenn du bei deinem nächsten Song, bei der nächsten Songidee nach Grooves suchen möchtest? Das würde mich interessieren. Oder wie entwickelst du eigentlich deine Drum Grooves für deine Songs? Schreib mir das bitte gerne unten in die Kommentare. Wenn du lernen möchtest, wie du richtige akustische Drums, deine Vocals oder auch Gitarren perfekt aufnimmst, dann empfehle ich dir mal ein PDF zur perfekten Tonaufnahme in 7 einfachen Schritten. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da erkläre ich dir ganz genau meine Signalkette, meine Abläufe, wie ich im Tonstudio aufnehme, sodass der Aufnahmetag auch wirklich zum Erfolg wird. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicante, wir sehen uns und bis bald.